So. Machen wir das. Dann das. Dann das dazu. So, das haben wir, das haben wir, das haben wir. Nee, richtig. Deswegen habe ich zum Beispiel gesagt von vornherein, ich mache mir lieber, wenn ich ein Handy habe oder ein PC habe, von vornherein den Tab auf. Weißt du? Und habe das dann da halt mit drin. Das ist mir tausendmal lieber als irgendwas anderes. Weil alles andere ist mir einfach, bin ich ehrlich, zu doof. So, das haben wir fertig. Dann hier noch. Haben wir, haben wir, haben wir. Haben wir. Ah, ich wurde zur GTA eingeladen. Wollen wir die Einladung von der Dobboche mein annehmen? Beitreten. Ja. Nee, das würde ich nicht. Das wollte ich machen. Weil? Ja, ich weiß, deswegen habe ich es von vornherein auch gar nicht erst drin, ne, sondern habe dann wirklich lieber auf dem Handy oder auf dem extra PC einen extra Tab offen, wo ich dann halt mir das halt dementsprechend nebenbei angucken kann. Weil alles andere ist mir echt ein bisschen zu doof. Muss ich gestehen. Also ich habe die schon erhalten von Domi. Ja, klar. So, da haben wir's, da haben wir's, da haben wir's. Dann hier noch. So, da. Zack. Zack, zack, zapp, zapp. Ach, wie nett. Eine Only Clown Fight Lobby. Geh, tu, geh. Nee, sowas soll ich alles nicht machen, weil. Kein Bock, einen Strike zu kassieren. So, jetzt hier noch. Schreiben wir das schnell dazu. So, Text steht. Macht ihr denn sowas? Unglaublich. So. Na, nur für andere. Das heißt, wenn du zum Beispiel, also ich habe zum Beispiel generell so eingestellt, dass es bei mir übertragen wird, weil ich mir halt sage, ich habe halt nichts zu verbergen. Und wenn, ja, dann ist das halt so. Wenn ich irgendwas Falsches sage, dann stehe ich halt zu dem Müll, wenn ich was. Das ist halt meine Meinung. Wenn man halt Mist macht, sollte man dazu stehen. So. Haben wir das? Hier ist der falsche Knopf, ne? Da, das wollte ich machen. Hallo, ich habe schon einen Kommentare. Mal gucken, wie geschrieben. Yo, Lulan! Go, Zwölfi, go!
Schön, dass du da bist, Julian. Wie geht's? Wie steht's? Ja, keine Antwort ist auch eine Antwort, ne? Das wissen wir ja nun. Abbohnchen. So. Was ist denn los, Carsten? Also ich weiß jetzt nicht, ob du deine Stimme so weit übertragen hast, dass noch andere Leute deine Stimme hören können. Habe ich jetzt eingestellt normalerweise. Ah, okay, das heißt, du kannst jetzt die anderen natürlich auch begrüßen. Wie gesagt, mir ist es immer zu blöd, dass man das immer umstellen muss. Ja. Ja, Julian, ich bin voll Feuer und Flamme. Ich bin so heiß, Junge, ich würde lieber selber fahren, als hier kommentieren zu müssen, aber ich habe auch irgendwie Bock zu kommentieren. Bin ich ehrlich. Gucken, was die Pappnasen heute mal bringen. Mehr lange kein CVC mehr gehabt. Von daher mal gucken, was das wird hier. So, ich habe jetzt auch an. Richtig Du hast hoffentlich. an den Hack, ja? Also du bist jetzt ja Ja. unser Hacker, ja? Ich hab an, Genau. Junge. Du kriegst Mungo, ich hab an. So, noch sind nicht alle da. Sollte, glaube ich, ein CVC sein, 7 gegen 7. Carsten, 7 gegen 7 war das, ne? Ja, 7 gegen 7. 7 gegen andere 7. Die unglorreichen 7. 7 auf einen Strahl. Ja, was ist heute, was steht heute an uns CVC? Wir fahren gegen die Vice City Sunshine. Deswegen VCSC. Es werden insgesamt 3 Strecken die Crew gefahren. Jede Crew hat 7 Fahrer. Start ist um 21 Uhr. So ist zumindest der Plan aktuell. Angesagt. Zumindest aktuell der Plan. Gucken, ob wir so eine Fahrlänge halten. Alle Fahrzeuge sind erlaubt. Es kommt, so ein CVC wird komplett ohne Kontakt gefahren. Die Rennlänge sind circa 15 Kilometer, plus minus ein paar gequetschte. Kein Boosten ist erlaubt, also sowas darunter fällt, Brake Boosten, Curb Boosten, Wall Boosten theoretisch, aber das kann man halt manchmal schwer verhindern. Ja, und halt Offroad-Reifen sind verboten. Das heißt, was sind die Regeln für heute? Ja, für Clanfight wird heute antreten der gute Ludenluigi. Der gute Monkey, auch genannt Marius. Dann unser Sanitäter Paramedic. Danach kommt unser Spitzenkandidat, der gute Gasterwitz. Danach kommt unser kleiner Schreihals Mr. Foxy. Dazu kommt Knuppi. Und als letztes unser Crewchef Domi. Ab Woche. So. Ich habe jetzt gerade die Anweisung bekommen, ich soll mal auf Zuschauer wechseln. Mal gucken, wie das funktioniert. Auf Online. Spieler. So, Online. Da Bocho nehmen wir uns gleich mal. Warte mal, was ist das über Freunde? Muss ich mal gucken. Bin ich jetzt total lost? Ah, Spieler zuschauen. Okay, dann suche ich mir aber trotzdem Domi raus. Am besten, Carsten, du suchst ja auch Domi raus. Bam, Nee, bam, ich hätte bam. einen anderen genommen. Ja, ich habe Para schon gefunden. Aber ich würde halt gerne irgendwie Domi oder sowas zuschauen. Einfach aus Also dem. Freunde, ne? Und dann Genau. jemand auswählen. Ah, da haben wir da Dabuchi. Spieler zuschauen. So, was passiert jetzt? Ah, jetzt. Option, Okay, es lädt, es lädt, es Spieler lädt. zuschauen. Weil da können wir nämlich Domi Bescheid sagen, dass wir ihm zuschauen, weißt du? Na, ich habe jetzt Marius. Ja, dann schreibt das mal am besten noch Marius dazu. So. Was haben wir hier für Filter? Jo! Geil, das nehmen wir. Die dicken Resin-News. Dum-dum-dum-dum. Dum-dum-dum-dum.
Go, go, Power Rangers. Ah ne, Go, go, Clan Fighters. Ah, die Rocko über diesen grünen Stich. Guck mir gerade mal die ganzen Filter so an, die es so gibt. Ja komm, wir fahren in Schwarz-Weiß. Scheiße, cool Lackierung. Auch kein Mensch. Nein. Ja, yeah, besoffen. So, unsere sind in Komoda da, mit Crewfarben und so Nein, weiter. das ist kein Komoda. Da ist ein Komoda, ein Crewfarbe. Das ist automatisch ein Crewmoder. Ja, Entschuldigung. Ja, Carsten, das ist nicht zu entschuldigen. Das macht man nicht. Anfängerfehler. Ganz großer Anfängerfehler. So, wir legen jetzt meinen Controller schön beiseite. Ich muss mir schon was zu trinken holen. Hoffe, das geht schnell. Hehehe. So. Wir sehen wir nichts. Und doch eine ganze Menge. Oder was sagst du, Carsti? Achso, hab ich dich noch gar nicht vorgestellt. Mensch, du bist ja unser guter Daddy-Killer. Auch Papa-Killer genannt. Unser Carsten. Mein kleiner Begleiter heute des Abends. Bis die Leute wieder dran sind. Und ja, wie wir sehen, haben wir schon mal zwei Leute, die wir nicht zuschauen können. Aber gut. Das ist dann jetzt so. Ich setze noch da Domi Bescheid sage am besten. Das wäre, glaube ich, Ja, ganz gut. besser wird, ne? Weil Jo. ansonsten kann man nicht kontrollieren. Ja gut, kontrollieren, kontrollschmieren, sage ich immer. Aber Mrs. Was? Miss. Ja, wegen Auto kann man dann besser gucken, wenn man einmal Ja drauf klar, ist. aber Dann kann man ein sozial bisschen über Auto vielleicht und sagen. Auxierer. So. Ich gehe mir schon zu trinken holen. Ich bin gleich wieder da. Ich hoffe, der startet noch nicht so Jo. schnell. Naja, ich denke nicht. So, dann mal gucken. So, ich überlasse das Carsten, ich lasse das mal dir. Mal gucken, was jetzt passiert. Ne? Ja. Und ja, dann in der Weile unterhältst du meinen Chat. Den nicht vorhandenen Chat immer, sage ich immer so schön, war Chat Mac und ich bin gleich wieder. Jo. Also, wir fahren heute zum ersten Mal gegen die Crew, würde ich sagen. Gucken, wie es wird. Unsere Jungs sind auf jeden Fall gespannt, wie es ausgeht. Ob sie wieder mal gewinnen. Sind einige dabei, die noch nicht gefahren sind für uns. Oder schon länger auch nicht mehr im CVC gefahren sind. Und dann können sie mal jetzt alle zeigen wieder, was sie drauf haben. Wir sind mal gespannt beim Level 85 zum Beispiel. Der könnte nicht komplett getunt haben, die Autos vermute ich, oder alle Autos, die es so geben sollte. Außer er hat ein bisschen getrickst. Wird man sehen. So, jetzt haben wir 21 Uhr. Sind wir mal gespannt. Mal sehen, wer die Liste öffnet und alles einstellt. Ob es unsere Crew machen wird, vermute ich.
Ja, bist wieder da. Ja, hört sich zumindest an, würde ich sagen. Lieber Carsten, ich hoffe, du hast alle gut unterhalten. Ja, ich habe nicht so viel gesprochen, habe gesagt, das war jetzt zum ersten Mal, glaube ich, gegen die Fahnen. Und dass Also von ich. uns welche neu dabei sind für CVC und manche öfters nicht gefahren sind. Aber dazu halt Haufen hat zu gewinnen. So Wovon wollen soll wir es ja auch ausgehen? sein. Und mal gucken, ob wir sie starten, weil ich mal denke, die Liste. Naja, ich weiß ja von den Gegnern halt nur, dass sie bis jetzt gegen Club gefahren sind. Club hat natürlich keine Informationen rausgerückt zu den Gegnern. Und ja, mal gucken, ne? Ein mehr können wir jetzt auf jeden Fall zugucken. Und da habe ich nur gesehen, Level 85 haben wir dabei. Der wird vielleicht Genau, nicht alle Autos wir haben, ne? können. Ja gut, aber das ist ja nicht unser Problem, ne? Ja. Kann auch sein, dass er auch bloß zuschaut, so wie wir. Ja. Siehst Ja, du wir online, können. ob ich online bin eigentlich? Im Stream? Hoffe nicht. Ich müsste dazu den Stream aufmachen, dann haben wir aber doppelt und dreifach echt und da habe ich keinen Bock, so wenn Ich ich meine ehrlich am bin. Handy, ob du da gucken kannst, ob du. Oder folgst du mich eh nicht? Ich folge dich nicht, wenn ich ehrlich bin. Also, ja, ich bin ja nicht so selten da. Richtig, deswegen. So, Mondchen schaut uns auch gerade zu. Hi Mondchen. Ich hoffe, dein Tag war gut. Und dir geht's gut. Alle Klärchen. Lol. Auxia hat das Spiel verlassen. Passiert jetzt. Starts jetzt oder was? Oh, ich glaube Foxy. Ne, ich sehe die Foxy noch da mit Level 589. Nee, Domi hat gestartet, die Liste, so wie es aussieht. Genau, Domi hat gestartet, deswegen bin ich als erster raus. So Leute, wir sehen hier die erste Schmap, das wird geschimpft. SHGY Genezide. Ja, genau. Genau. Gefahren wird Massaker. Genau, gefahren wird Muscle Cars. Das ist der Streckenverlauf. Quer einmal durch die Stadt und zurück. In meinen Augen eher eine bescheiden. Also die Strecke ist cool, die macht Bock zu fahren. Die Klasse ist in meinen Augen ja, nicht so geil. Das glaube ich ist eine Strecke von uns auf jeden Fall. Ja. Das für also wie gesagt, die Strecke ist vollkommen fein, die macht Bock zu fahren. Ich hätte es auf eine andere Klasse, hätte ich die halt besser gefunden. Ich persönlich, meine Meinung, ne? Aber im Großen und Ganzen finde ich jetzt nicht, dass die deswegen schlecht ist oder kacke oder sonst was. Geschmäcker sind verschieden, ne? Genau, und darüber lässt sich kann ich auch nicht streiten. Ich bin ja mal gespannt, ob auch überall Sonne bleibt oder ob mal Regen vorkommen wird. Ja, ich hoffe, Domi stellt das eigentlich Tageszeit nicht auf aktuell, sondern auf Sonne oder sowas, weil. Und auf Mittag, weil sonst haben wir hier gleich noch Regen und sonst was alles. Aha, Marius wechselt auch jetzt wohl. So, was wechselt Marius? Ja, in der Ach Liste jetzt so, rein. du bekommst. Ja, stimmt, Marius steht gerade tritt frei. Na, ich mach mal Radio aus. Nee, Radio kannst du ja nicht anlassen. Na, dann mache ich hier Weil das Nonstop ist. FM. Genau, weil das ist der Radius, der mich erlaubt, so viel wie ich weiß, im Spiel. Ich hab's halt persönlich immer aus den Radiosound, einfach aus dem Grund, weil wenn ich zocke, ich höre immer andere Musik meistens dabei. Und dann lenkt mich, dann habe ich doppelte, sonst was und dreifache und das nervt mich halt nur. Ja, bei uns fehlt jetzt noch der Sanitäter, Paramedic Genau. und DJ Foxy in der Haus. Aber sind jetzt alle eingeladen. Ja, die haben einfach die coole Lobby, unsere Crew eingeladen, Lobby eingeladen. Genau. Ja, Leute, zu den Gegnern können wir halt wieder absolut gar keine Infos geben. Unbekanntes, unbeschriebenes Blatt. Ich weiß halt nur, dass Club gegen die gefahren ist, also das Rockford Club. Ich weiß, dass da der Rockford Club etwas dominant gewonnen hat, so wie ich das mitgesehen habe. Und ja, mal gucken, ne? Ja, vielleicht lag es aber auch irgendwie bei den Gegnern an den Strecken, dass die nicht so ganz erlegt sind oder die Autos, die Wahl dafür für die Strecken, man weiß es nicht. Oder vielleicht haben sie mehrere Fahrer, dass jetzt andere fahren. Tja, wer weiß, Ich habe wer nicht weiß. geguckt. Also wie gesagt, ich habe auch den CVC ehrlich gesagt mir nicht nochmal angeguckt vom Club. Ja, wenn einer Name wechselt, sage ich mal, kann ja auch mal passieren, ne? Genau. Dann weiß man auch nichts. Aber ne, Musik gefällt mir gerade nicht. Ich mache immer Musik aus. Das kann man ja ruhig durchaus machen.
Deswegen habe ich ja, wie gesagt, immer meine eigene Musik drauf, weil ich die mittlerweile die Ingame-Mucke auch nicht mehr hören kann, weil man so oft die schon gehört hat und weil man so viel GTA spielt. Ja, irgendwann hat man keinen Bock mehr drauf, ne? Also, ich bin gespannt drauf, was die Gegner fahren. Ich sage bis Absicht noch nicht, was wir fahren, weil, falls jemand von denen schaut, ne, will ja nicht spoilern. Und ja. Oha. Ja, Mondchen, danke. Ja, ich hoffe, dein Tag war bis jetzt gut, Mondchen. Dir geht's gut und alles läuft bei dir. Alles fresh. Soll ich mal typische Freitagslied anmachen? Wochenende saufen! Nee. Ne? Ein anderes Lied meine ich. Ja, Katz, wir müssen aufpassen, wenn wir streamen, wegen Copyright und Ah sowas, ne? ja, stimmt ja. Ich weiß ja nicht, ich habe mich da auch nicht so weit belesen, was ich nun abspielen darf, was nicht und. Ach, kein Bock auf den ganzen Ärger. Ich sag nur, it's Friday. Ach so, ja. Das ist ein cooles Lied eigentlich. Ja. So, Domi ist im Sprachchat. Die sind alle im Sprachchat, Knüppi ist ja auch. logisch. Und gleich wird dann gewechselt, würde ich sagen. Ich glaube, Para war doch nicht am Fahren für uns, ne? Der Para ist ja auch noch nicht so lange bei uns. Und seitdem, glaube ich, gab es ja Ja. kein CVC mehr. Genau. So. Jetzt sind nur noch 13, wieder einer raus. Ich glaube, der andere ist noch nicht beigetreten, deswegen. Oder Oder ein. so. Ich glaube, einer hat noch gefehlt Sechs. beim Beitreten. Ja. Ich hatte eine IKEA-Selbstbauleitung. Ja, möglich ist es, ne? Jo, Mr. Demon, danke, danke. Wird schon schief gehen, würde ich mal sagen. Also von daher, let's fetz, ne? Sagte der frische Domi Sprung in den Mix. schreibt. Super, gut. Ja gut, solange wir drinnen sind, ist das uns ja egal. Oh, dem Carsten, du weißt ja mittlerweile, Level sagt nicht mehr alles aus. Siehst ja bei unserem Ja. guten Fred. Glaube ich, von uns einer hat am geringsten Level und ist eigentlich der stärkste Wahrer. Okay. Jetzt sind wir gleich gestartet. Supi. Jetzt sind wir gleich gestartet. Wollen wir mal Domi schauen, dass wir bereit sind. Sobald Sobald der letzte vom Rauchen startet, naja. Immer Ja, das diese. ist da. Immer auf die Raucher, auf die muss man immer warten, ey. Schlimm, diese Menschen. Nein, Spaß beiseite. Im Endeffekt sollte ja jeder machen, das, was er Bock hat. Aber, jo. Ich bin ja mal auf die Rundenzeiten gespannt. Ich hab gestern, nee, gestern, nee, haben wir gestern haben wir trainiert? Nee, vorgestern, ne? Da sind wir gestern nochmal gefahren. Oha. Was ist das hier, was ist das hier für ein dickes Fion? Jemand sind. Alter Jose meint oder Klick? Nee, aktuell ist der Falken Custom Dunk ist wird bei mir hier ausgewählt. Also. Und ist ja nur ein riesen Apparillo, wie man weiß. Aber ist ja manchmal normal. Ah, okay. Interessant. So, mal gucken. Ich habe eine Dämon, darf ich Nachricht. fragen, wer du bist? Wenn du fragst, wegen besser geworden, denke ich mal, wirst du einer von Club sein, ne? Dann seid ihr ja schon gegen die gefahren. Wenn ja, wie heißt du in-game? Die fahren.
Der Ena fährt wirklich Dong? Ist das denn ihr Ernst? Was fährt denn hier? Fährt ein Dong? Was passiert hier? Ich spring mal kurz zu unseren Jungs. Ach, da war der Hut. Hut. Besten Wester, da haben wir es. So, was haben wir denn hier? Wir haben Klick, Klick, Klick. Yosemite, Klick, Yosemite, Klick. Gauntlet Hellfire, Klick, Gauntlet Hellfire. Faction Custom. Duke Your Death. Dominator, Gunlet Classic, also ich habe das Gefühl, die wissen nicht, was sie fahren. Ich sag mal so, sie haben auf jeden Fall nicht die gleichen Autos gewählt, ne? Oder so ungefähr gleich. Entweder sind die nicht tatsächlich dazu gekommen, die Fahrzeuge auszuwählen, oder keine Ahnung, aber irgendwie will ich ja nicht fronten oder sowas, aber. Der Marius Monkey ist auf 4 mit Yosemite. Dann haben wir auch dabei den Paramedic und den Loon Luigi und der Boche auf 7. Alter, die Kamera nervt mich jetzt schon. Ah, da. Supi. Jetzt haben wir eine externe Ansicht. So. Ich schau mal nach vorne. Was unsere Jungs da vorne machen. Übrigens, ich habe hier schon einen, ne? NB Killer 87, den ich gerade 97 gerade zugucke. Duke Dev Geländereifen. Ich meine, ja, müssen wir nichts so zu sagen, ne? Theoretisch in den Regeln steht drinne, Geländereifen nicht erlaubt, aber ja. Ich denke, wenn es ein CVC gegen Club wäre, dann wäre es was anderes. Da würde ich sagen, hier stopp, ne? Aber so. Ich bin bei Club hier vorne, der ist dabei mit Marcel und Philipp, also Gastöppels und Mr. Foxy. Alle vorne mit einem Klick, 1, 2, 3, 4. Ja, ich gucke mir gerade mal die kleine Map an, ich sehe das gerade, die sind alle ganz schön weit auseinander, die Gegner, also. Was hat denn Domi gemacht? Domi ist momentan auf 8. Ja, der hat eine Kante geküsst, wa? Wetten? 1, 2, 3 nimmt sich vorne nix so gesehen. Dieses ja. Auto in Auto in Auto. Das ist aber gut, das freut mich für Foxy, dass er so weit vorne mitfährt. Naja, hat ja auch ein bisschen geübt, denke ich mal. Ja, aber der ist ja bei sowas immer so ein bisschen. Ah. Der da immer so ein bisschen leicht nervös und schnell nervös. Aber den muss man ja sagen, man muss sich ja definieren bei uns in der Crew über Gas und Knuppi und so weiter. Und dass er mithalten kann, ist schon was Freundes. Da freut mich das für ihn. Ja. So. Domi holt gerade Lude ein. Denk mal, Lude wird sich gedreht haben oder einen Unfall gemacht haben. Der hat sich auf dem Ludemite, sagen wir jetzt. Nee, auf dem Josemite hat er sich eigentlich ganz wohl gefühlt auf der Strecke. Mal gucken, was er daraus macht. Aber aus dem Stand mit 2.13 ist schon eine gute Zeit. Von ja. Marcel, von Gastöppels. Ich bin gespannt auf die Easy-Strecke. War das Josemite? Nee, doch, das war. War die Easy-Strecke, wo ich die absolut beste Runde gestern gefahren bin, oder vorgestern. So, gucken wir jetzt mal. So, 7, 8. Ich gucke jetzt mal bei Mr. 4. Ah, die gucken. Wir gucken mal bei Knuppi zu. Der wird ja bestimmt beide vor sich zu sehen haben. Mrs. kann ich nicht zugucken, nur Mr. Ja, mein Gott. Also, was ich da sagen? Knuppi sieht Foxy. Foxy ein kleines, auffälliges Gelb. Das kaum zu sehende Gelb. Knuppi in Crewfarbe. Oh, eine schöne Lackierung. Schön schlicht und ein paar Felgen. Ich würde zwar die Stoßstange ändern, vorne und hinten, aber passt. Und da haben wir schon hinter. Hellfire, gucke ich gerade auf 8. So, wem haben wir dahinter? Hinter Knuppi ist der Marius. Auch genannt unser Äffchen. So, Jacke. Aber die nehmen sie alle da vorne durch. Ich sehe es gerade. Foxy sieht Gas, Knuppi sieht Foxy, Monkey sieht Foxy und Knuppi. Naja.
Also von daher passt das schon ganz gut. Sieht ganz gut aus, was sie da machen. So, Unsere beste Jungs. Runde bei Marcel mit 2:11 momentan. Oh, das ist eine gute. Das ah, da macht dann Fehler, der Knuppi. Eieiei. Voll drauf. Aber ist egal. Er hat einen Fehler gemacht, wir sind immer noch vor den Gegnern. Da ist Passt. einer gegen die Wand gefahren. Hat 2 Plätze verloren. Das war Knuppi, der habe ich doch gerade gesagt. Nee, nee, nicht Knuppi. Mr. Asozial ist er, glaube ich. Aber das ist eine 2:11, ey, das ist eine echt ordentliche Zeit. Das habe ich nicht mal im Rennen gesch im Training geschafft. Aber ich glaube mal so eine 2:13. Ja. So, wir gucken mal Madame Asozial zu. Kannst du da? Na, nee, das ist ein Mr. Asozial, ne? Genau, da bin ich schon drauf momentan, auf für Na, 10. Mr. Sozial, auch wie die heißen. Oh, die Helfer, der klingt schon geil, ne? Aber es ist halt nicht die beste Fahrzeug hier auf der Strecke. Ja, ist auch sehr rutschig ein bisschen irgendwie gefühlt, von der Optik. Mich würde mal interessieren, ob die irgendwie Richtung Click Yosemite überhaupt gedacht haben, die Gegner. Ja. Ja, von daher würde mich Ich das gucke schon jetzt mal bei Felix auf für 8. Mr. Dämon, wenn du noch da bist, eine Frage. Ich habe irgendwie mal von Leuten gehört, dass einer von denen eigentlich ganz gut sein soll. Wäre mal cool, wenn du mir sagen könntest, ob der jetzt auch bei ist. Und wenn ja, wie der heißt. Oder du, Mondchen. Würde mich mal interessieren, wer von denen da am besten war. Weil, wie gesagt, wir haben ja zu den Gegnern nun gar keine Informationen. Quasi für uns blindes Fischen. Auf 8 ist Hugo Dess, ist der beste von denen. Oh, ist der Felix, ne? Der. Ja. Nee, Felix war es nicht. Ich glaube, Ja, der doch, Mist. Felix hat Ja, Hugo aber Dess. der NB-Killer hatte die Geländereifen drauf auf dem Duke Def. Also. Der B-Killer hat einen Faction Custom. Da muss es ja. Hä, was habe ich denn gesehen? Ah, die sind schon durch, die Jungs. Lol. Yep. Da wird jetzt bald auch die Zeit ablaufen. Sobald Domi drin ist, bestimmt. Ja, nee, ich hab den Felix zugeschaut. Vorhin, der hat Genau. Geländereifen drauf. Ja, So, wenn ganz jetzt fett, dick und Trainingszeit fett. läuft. Geländereifen. Na, jetzt schalten wir mal zum letzten. Also Felix sollte noch ankommen. Sollte. Ja, es sind jetzt noch 10 Sekunden. Die zwei danach sollten auch noch reinkommen. Hier fährt jemanden den. Das sieht aus wie ein serienmäßiger GTX, der Letztplatzierte. Das ist schiefgelaufen. Konnten die alle nicht auswählen oder was? Oder ging das so schnell vorbei? Komisch, komisch. Ja. Nie beendet, 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 nie beendet. Ach ja, und nie beendet. Ja, passiert. Okay. Danke, Dämon. Schade. Also hätte mich mal interessiert, wer von denen. Oh, Entschuldigung, ganz gut sein soll. Das mal zu beobachten. Aber ich denke mal, es sah bei euch ähnlich aus, wie ihr gefahren seid, ne? Für die Konstellation der Punkte her. Hast 3 Zuschauer. Ah ja, übrigens, Damon, danke für den Follow, ne? Bevor ich es vergesse. Ja. Als nächstes kommen wir auf eine Highspeed-Strecke. Eigentlich auch eine sehr interessante Strecke. Fuhr die gar nicht mal so einfach, wenn ich ehrlich bin. Also, was heißt nicht einfach? Die hatte so zwei, drei Ecken, Kanten drin gehabt, wo du so denkst, ja, hu, ha, he, ne? Wenn man so guckt, diese eine Kurve vor Start und Ziel war da Es ist echt. auch eigentlich sehr viel, fast nur bergauf und dann ein langes Bergab, Ja, würde ich jetzt mal Carsten, behaupten. Carsten, das ist eine reinste Bergauf-Bergab-Strecke. Ja, aber der meiste, die Kurven sind immer so blöde gelichten bergauf. Rechts rum, links rum, rechts rum, rechts rum, links rum, immer wieder bergauf, bergauf, bisschen mal kurz Ah, bergab und okay. nachher ganz lange. Also ich habe gerade die Info bekommen, Mr. und Mrs. Asozial sind die beiden Leader der Crew. Interessant. Also meinte Dämon gerade. Interessant zu wissen. Ja, mal gucken, was unsere Jungs fahren. Ich denke mal, die werden alle geschlossen Dings fahren. Hier, Emmerus. Nein, muss ich nicht.
Muss nicht. Kann auch sein, dass da ein Krieger dabei ist oder als Ja, 80. nee, Ja, nee, ja. ich glaube, das waren alle einschließlich im Training beim Emmaus. Ich werde zum Beispiel Dings gefahren, S80. Einfach, weil ich denke, eine Nummer safer, also mich auf die Karre so persönlich wohler fühle. Aber sieht tatsächlich mich eindeutig aus. Ich bin momentan beim Loon Luigi jetzt gelandet. Ach du auch? Oh, bei mir ist gerade Himmel. Wir Wolkenhimmel. stehen Ah, in der jetzt. Luft. Ja, jetzt musst du mal Ja, bewegen. diese Strecken brauchen wir mal ein bisschen. Ein super Start von Ludluigi. Mein Gott. Und das ist die Racing League, wird jetzt knallen. Spätestens jetzt. Unfall. Ja. Einfach mal auf den Luden ein bisschen drauf. Ja, Domi hat einen kleinen Quersteher. Wird von Luden Dieser überholt. Fuchsi. Knuppi ist A1, dicht gefolgt von Gas und Lude, die beide hier im Partnerlook unterwegs sind. Aber jetzt haben sie andere Autos, ne? Jetzt haben sie ja Krieger und Emmaus Ja, und ist. ist Foxy halt fährt deren ein. Strecke, ne? Genau. Foxy fährt eine SR80. Ja, sonst alles Emmaus. Krieger, ja. Ich meine aber bei uns. Ja, haben sich alle Krieger immer aus eingefahren. Ah, Knuppi dreht sich weg. Ah, schade. Schade, Marmelade, Knuppi. Aber mal gucken, was der Knuppi macht. Gucken wir uns mal die Verfolgungsjagd an von ihm. Ja, da ist er in der Para. Guck mal bitte bei 4 Lebens, ob er hier auch Geländereifen drauf hat, bitte. Ja. Felix ist auf 10 im Krieger. Hat erstmal die Wand geküsst, weil er sich gewundert hat, aber jetzt sieht nicht so aus von der Optik. Gut, kann natürlich auch sein, dass er den Duke aus Versehen ausgewählt hat. Und da kann man auch schon mal Geländereifen raufpacken. Ja. Und ja. Ja, man merkt, Knuppi ist ein bisschen verunsichert. Er gibt ein bisschen mehr vom Gas. Ich stecke gerade kurz mal Vollgas gehen. Ah, Foxy, da hast du es ein bisschen die Wand geküsst. Ja, Foxy, da hast du eine schlechte Nasse. Ah, Foxy, schlechte Linie. Felix hat auch nicht so eine gute Linie, ist jetzt Vorletzter gewesen. Er wechselt sich momentan ab und hat wieder eine Wand. Alles so Wandliebhaber oder was? Nee, er hat jetzt im Prinzip umgerechnet in einer Runde zweimal eine Wand mitgenommen. Ich schau gerade den Hoffi zu. Interessante Ja, der ist. Kriegerfarbe. Schönes, dezentes Chrom. Okay, hier gucken wir gerade feinstes Need for Speed Gameplay zu. Naja, Need for Speed Gameplay ist doch immer schön an der Wand lang. Ich guck mal, es war ein Weg Hat hier. der gerade gebrake-boostet? Oder sah das denn gerade so aus? Sherlock Toasty ist an der Sache dran. Schade, jetzt eine Rückspulfunktion. Ja, genau, Oh, ein hupen. sehr breiter Flügel. Jetzt sind sie Spoiler bei MB Killer. Ja, der Hoffi auch, also ich weiß nicht. So, spätestens bei der Ich nächsten Laterne. wähle nie einen Spoiler, außer breiter ist erstmal ein Auto. Ja, ich auch nicht, einfach weil du zu schnell irgendwo damit hängen bleiben kannst. Gerade so Sachen wie Pfeiler oder sonst irgendwas, ne? Ja. Mag das auch nicht. Gucken, wo Und der wenn hin. du an der Wand schleifst, schleifst du nicht gerade so gesehen, sondern leicht schräg. Ja, und da kommst du halt schlechter weg. Ja. Oha. Aber gucken wir uns das mal hier an. NB Killer gegen Mr. Asozial. Genau. Schönes Duell der beiden. Jetzt kommen sie Ist er gleich jetzt wieder vom da. Gas gegangen oder? Ja, Nee. ich glaube ja. Ich gucke jetzt mal bei Hoffi. Komm, lad schneller. Komm, sei lieb. Schnellste Runde momentan bei Gas Turbitz, eine 1:11. Ist auch sehr super, also. Ey, die gehen wirklich vom Gas? Dieses Backup-Stück. Eine 1:11, das ist absolut schnellste Runde. So schnell war glaube ich keiner bis jetzt. Wir waren Ja, immer guck was mal eine da, 1:12 bis jetzt. 1:13.
Da war sonst 1,13 beim Loot, also. Ja, sonst war immer so 1,13, glaube ich, schnellste war 1,12,9 oder sowas. Aber Ja, meine 1,11. schnellste war 1,15. Ja, wo hat ein Gast da die Zeit her? Ich glaube, der ist ja nur für Gast oder was? Hä? Wir können ja mal gucken. Bei Luigi gehen wir mal jetzt drauf. So, falls irgendjemand einen Wunsch hat, wo ich zugucken soll, sagt mir ruhig Bescheid. Wir gehen da hin und gucken nicht zu. Dann gehe ich jetzt zum Taxi. Gucken, was der unser DJ macht. Er mag es ja immer nicht, wenn man ihn DJ Foxy oder Foxy Oh, Love nennt. angekommen schon. Jetzt sehe ich es gerade. Das ging ja auch schon wieder. Gehen wir mal zu Felix. War noch nicht einmal bei Gas? Aber gut, Gas so zu gucken. Nicht gegen Gas, ne? Aber Gas so zu gucken, der ganze vorne wegfährt, macht ja auch keinen Spaß. Ja, aber kann man Linie gucken? Das stimmt. Oh, es ist einer als Sechster angekommen. Wer von uns ist sieben? Foxy. Oh. Wir sind da sieben Fahrer. Ja, und der ist auf welchem Platz? Foxy ist siebter. Ah, okay. Er sah so vorhin anders aus unten. Ach, Dann ich habe habe ich morgen schon Rennen sechs. vor C. Mochi, gegen wem tretet ihr an? Oder wem bügelt ihr kaputt? Ja, das sieht ja doch hier auch wieder so ein bisschen eindeutig aus, ne? Wenn man sich die Rundenzeiten anguckt, drei Leute haben wieder nicht beendet. Ja. Ich bin mal gespannt, was Monchengladbach gleich schreibt. Gegen wen Club Monk fährt. Wir haben schon um die 120 Punkte. Ja, jetzt kommt die nächste Hyperklasse-Strecke, auch so mit Hypercars. Also Hypercars im Sinne von wer OP kann. Ja. Die Mania Outlaw MC habe ich noch nie gehört. Wo findet ihr denn diese Crews, Junge? Ganz ehrlich. Ja, du findest Crews und Mönchen hier, die hast du im Leben noch nie gehört. Ich will wissen, wo du die alle ausgräbst. Ja, wie gesagt, wir fahren jetzt hier so ein bisschen im Müllgebiet rum. Eigentlich eine echt coole Strecke, die macht echt Bock zu fahren. Gar nicht in dem Müllbereich gar nicht mal so einfach zu fahren, weil das ziemlich ein anspruchsvoller Bereich ist. Ansonsten ist das auch so wie gerade eine reine Füllerstrecke. Ja, Ja, mal gucken Mondchen, bei den Kurven. wenn er da morgen durch seid, könnt ihr die mal gerne wieder an uns schicken, dann fahren wir auch mal gegen die. Mondchen, du kannst ja auch Ja. mal, wenn du so nett bist, mal Faust so ein bisschen stichen und nerven, weil wir mal gegen euch fahren. Hat wir, glaube ich, nichts. Noch mehr Voice, wenn man Faust so ein bisschen stichelt. Schön, stich, 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 weißt du? Oxy würde jetzt sagen, mal schon rein in die Olga. Ja, wie wir sehen. Emmerus Krieger. Ja, das war aber zu erwarten, dass das kommt. Ja, ich bin bei Mr. Foxy. Nee. Doch, bist du. Ich bin auch bei Foxy Ah. Love. Es mag ja immer nicht, wenn man Foxy Love sagt. Oder Kumpel Stumpf. Also man hier in der Stadt, dass man nicht die Bestenliste sehen kann. Kann man schon mal gucken, welche Fahrzeuge. Ah ja, sehen wir auch so. Einmal ein schöner Einschnitt. Krieger Emmerus. Wie wir sehen, sieht das ganz gut aus. Bleiben wir bei unserem Freund Foxy. Oha. Ja. Hier können sich schon welche abknallen. Nee, erst im nächsten komischen Schikane kannst du rausfliegen. Aber wenn du diesen Passage jetzt weit außen nimmst, kriegst du diese Rechtskurve hier nicht mehr und dann diese Linkskurve nicht, dann knallst du runter. Ich habe schon geschafft, von einer Kante zur anderen rüber zu springen. Training. Also, ja. Ich guck mal, ist ja Paramedic, was Ich bleib mal bei als Foxy, der Sechster. hat hier eine ganz schöne Ansicht. Der jagt gerade all unsere Jungs. Das sieht ganz gut aus.
Und Para ist zusammen. Wird aussieht wie Marius. Ja, yep, ist er auch. Lucky. Genau, davor ist Knuppi. Davor ist der Butchi. Davor da unser Ludo. Und ja. Oh, Domi auf 3. Jetzt kommen sie wieder nah beieinander. Autos ich soll jetzt auf Domi raufgehen, Mondchen, okay. Ah, ein Zahn mitgenommen, der Para ein bisschen. Da sind wir beim Dabuchi. Ja, Domi, du wirst dich freuen. Ich gucke dir zu auf Wunsch von Mondchen. Deswegen machst du genau jetzt diesen Fehler. Voll drauf. Und Mondchen, wie du sagst, zu wild, was die Jungs hier abliefern. Grüße gehen raus an Max. Er ist doch sein Spruch. Hallo, zu Max. Wild. Nee, Max ist ja nicht da. Aber Max sagt immer zu wild. Stimmt, Max ist ja unterwegs. Also. Ja, schade. Ja, hyper, hyper. So, Para hat sich vollgekämpft. Oh, 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 Knuppi, 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 ich hab's gesehen. Wo bist du, Knuppi? Ich hab's gesehen. Auf zu Knuppi. Knuppi sagt sich auch, ich heb ab, nix hält mich am Boden. Oh, wo ist denn unser Knuppi jetzt so? Knuppi ist auf die 10 zurückgefallen. Ja, ich seh's. Aber er macht das schon. Para fährt jetzt schön gemütlich. Und wir sehen, bleibt immer schön in der Spur. Ja, ist aber interessant, jetzt Knuppi hinterherfahren zu sehen, wie er nach und nach an alle vorbeischeppert. Als ob die alle kein. Oh, der nächste fliegt ab, der nächste ist abgeflogen. Was eine spektakuläre Flugeinlage von dem Typen. Ich weiß nicht, wer es war, aber spektakulär. Oh, da gibt es einen. Er hebt ab. Wir jetzt 2,7 vorhin noch. Mal gucken, wir gleich. Jupp, 2,77 von Lüß. Nein, hier sind jetzt schon die neuen Zeiten wohl. Jupp. Meine Güte. Also. Ich kenne ja sonst nur bei mir eine 2.10 oder bei Stullen Andi eine 2.9. Also 3 Sekunden schneller. Ja, was Gas da schon wieder macht, Junge, das ist ja. Der ist heute mal wieder richtig on fly. Also, ich gehe jetzt auf Marius. Egal, egal was der trinkt und tankt gleichzeitig, der muss auf jeden Fall hochprozentiges sein, weil sonst wären die so schnell. Der Marius hat den Marcel gar nicht mehr in Sichtweite momentan. Ja, wie gesagt, Gas ist eine Maschine, Junge. Der sieht deine. Das sind so 3 Sekunden oder 4 etwa. Also ganz ehrlich, mich würde es nicht wundern, wenn Gas. Oh, wir haben den Knuppi jetzt gerade überholt, den Lude, ne? Dann gehen wir mal zum Lude. Mich würde es nicht wundern, wenn Gas selber 110 Oktan tankt und schnell wie Power trinkt, Junge. Ja, Mr. Foxy ist auch auf 3. Ja, unser Boah, eine 2,4 rausgehauen. Und Monkey eine 2,6. Die ist in der zweiten Runde oder ist in der. Ja, in der zweiten war das jetzt, ne? Ja. Nee, die dritte war da, glaube ich. Nee, die, dann werden sie natürlich, waren ja bloß 3 Runden. Waren nur 3 hier? Ich glaube ja. Die Runde ist doch, glaube ich, 4 Kilometer oder so. Selber ist gerade nicht sicher. Du wild. Auf 3. Mr. Foxy auf 8 zurückgefallen. Ja, habe ich auch gerade gesehen. Komm, wir gehen mal auf Foxy. Aber jetzt wieder auf 7. Gehen wir nach vorne zu Gas Töppels. Ja, da müsste ich auch mal hin. Gucken wir mal an, was unser Porsche macht. Muss man ja sagen, warte, ist er wie ein Porsche. Ein Schweizer Uhrenwerk. Der präzise zusammenfährt, ey. Ach, guck mal, der hat die Rallye Master drauf. Er nimmt nicht den Sand mit. Okay. Nee, weil du kommst da, du hast da so eine scheiß Linie, dass du echt nicht vorankommst. Er hat mal gegrüßt. Ja, weil wir gerade beide zugucken. Grüße gehen raus an die Rallye Master.
Ja, wird er jetzt ja. gleich da schon fast ankommen, wa? Ja, das müsste das jetzt so nicht, das ist gleich durch. Also, das Ja, ist von echt uns on. momentan auf 7 der Boche, der Boni. Ja, Mr. Dämon, also was krass zusammenfährt, das ist echt eine andere Liga. Also, ganz ehrlich, ein Schweizer Ja, er Uhren, kommt an, ich wechsle auf Domi. das ist ein Schweizer Uhrenwerk in Kombination mit Porsche kombiniert, ne? Der spult die Linien runter und eine Sauberkeit, das ist jenseits von Gut und Böse. Ich wünschte, ich könnte das auch. Muss man echt mal so sagen, Hut ab. So, Domi kommt jetzt auch gleich an. Ich bin schon zum letzten Dann gehen wir gewechselt. mal auf Felix schnell. Ich gucke jetzt gerade Omad irgendwie vor zu. Der ist noch nicht mal. Er hat noch eine fast eine Dreiviertelrunde vor sich. Okay, jetzt hat So. er einmal alles mitgenommen. Felix kommt an. Okay, jetzt bleibt er stehen, er hat keinen Bock mehr. Weil er eh nicht ankommt. Oh ne, er hat jetzt glaube ich einen Gang gefunden. Jetzt fährt er weiter. Ja, Ja. zwei kommen mindestens nicht an. Drei kommen nicht an. Vier. Vier kommen nicht an. Ja. Also das endet langsam in einem Debakel, würde ich sagen. Also ich bin hier ehrlich, ne, muss ich ja mal gestehen. Wenn ich der Gegner wäre, an dem Punkt wäre ich jetzt schon maximal gebrochen und hätte einfach keinen Bock mehr. Ich würde wahrscheinlich noch zu Ende fahren, aber ich hätte null Bock. Null. Niente nada. Ja. Aber schnellste Runde um eine Sekunde auch. Ja, Mondchen. Halb, halb. Hyper! 20, 40, 60, 110, Ja, Carsten, da brauchst du nicht rechnen. Das Ding ist jetzt schon vom Prinzip durch. 177 oder so Du etwa. brauchst. Guck doch mal. Gas alleine hat so viele Punkte wie das ganze gegnerische Squad zusammen. Ohne zu flame. Renyuga, hi. Ach, unser schön Äffchen grüßen. Gruß an ein zurück. Die Monkeys sind am Start, oder wie? Natürlich. Die muss man noch gebürtig grüßen. Was anderes verstehen die doch nicht, außer. So, jetzt bin ich mal gespannt, welche Autos gewählt werden. Ja, ich auch. Ja, also ich bin ja wirklich gespannt, was die Gegner fahren, weil wir fahren geschlossen easy, so wie es aussieht. Also, das wissen wir jetzt. Wissen wir ja, dass wir das fahren. Weil einfach vom Handling hier auf der kleinen Stadtstrecke viel zu wendig das Teil ist und viel zu cool. Und alles andere, wir Aber nur haben. 4 Runden? Ja, das Ja, passt. okay, Die anderen ja, waren mehr. fast 2 Minuten. Ja, stimmt. Auf der bin ich gestern absolute Spitzenrunde gefahren. Ja, was Richtig. hast du denn gemacht? Ich muss gucken, wie die Zeiten sind. Glaube, wir fahren hier einen Schnitt so eine 1,13 oder sowas fahren wir, glaube ich, ne? Nein, hier nicht. Hier ist ein 1,50er. Stimmt, und ich war da, glaube ich, 1,47 oder sowas oder 1,48 bin ich da lang geballert. Also absolute Spitzenrunde war das. Boah. Da habe ich aber auch wirklich alles perfekt erwischt. Ja, keine Angst, unser guter. Wir gucken hier gerade ein. Wer ist es eigentlich? Das müsste doch Gast sein, oder? Jetzt sehe ich Nee. ihn easy. Easy Beim peasy, blauen. lemon squeezy, ne? Marius habe ich. Ich wechsle mal Ich zu habe auch den Para. Monkey. Nee, ich warte noch bei. Ich würde erst im Spiel selber wechseln. Ich bin auch noch bei Dings. Oh wei, ich Dokuwei. hab Iseli. Ah, jetzt bin ich echt mal gespannt. Die 2 Iseli oder so, ich glaube Nee, die das wird mehr, das schlagen. wird mehr, das wird mehr. Warte, Das. gucken wir mal. Ja, Spektakaste. Halt ab. Ja. Also alle Gegner fahren fast Italy. Ja. Hätte mich auch nichts anderes gewundert. Also entweder, ohne jetzt zu flamen, ne? Entweder haben die von Rennen wenig Ahnung, muss man ja so sagen. Oder die haben sich wirklich darauf verlassen, Italy, Pavaya sind OP, einer von den beiden muss gut gehen. Der sind jetzt 3 Stück gegen die Wand geknallt, wie es dann links ging. Ich guck ein bisschen Marius zu. Der gerade von An unserem der Wand. Dabucci überholt wird.
Und dicht bei Rossi. Dicht gefolgt von unserem Lude. Farbkombi vom Lude finde ich halt auch geil. Mit diesen gelben Felgen. Muss ich ja mal sagen. Ja, wir haben hier ganz viele Easys. Dann kommt ein Italy GTO, Italy GTO, Italy GTO, Italy GTO, Italy GTO. Und dann kommt ein Spectre Custom. Auf 8 ist MB Killer Italy. Oh, eine. Mr. Allzeit ist auf 6 vor. Ja, yeah, der hat gerade Magnus überholt. Aber der hat in den ganzen Kurvenpassagen keine Chance, ne? Das sieht so komisch aus manchmal beim Italy, ne? Beim Italy könnte man so schnell sagen, dass es Brake Boost oder sowas, ne? Weil der stellenweise so vorgeboostet. Bei den ganzen Linien, die der zieht auf dem Boden. Okay, da ist er aufgehangen. So, bester von dem Teil MB-Killer auf 8. Ich bin dabei. Das Paramedic, Junge. Ja. Mein Design, Bro. 1,55. In der 1,55 in der ersten Runde ist auch sowas von extrem. Nee, das ist eine normale Zeit eigentlich. Aber nicht für die erste Runde. Doch. Wie gesagt, wir fahren auf der Strecke, kannst du hier 1,49, 1,48 Zeiten lang ballern. Das ist ich bin gespannt. Ja, das sieht eigentlich ganz gut aus. Ich würde ja gerne die Etikette zuschauen, ne? Aber ich habe echt mal Bock, Gas zu gucken. Einfach mal zu gucken, was für eine Linie er da fährt. Weil... Le Guse. So, wir sehen unspektakulär Platz 1. Ich gehe jetzt mal auf Marius. Man könnte auch sagen langweilig, weil er sowieso Erster ist. Und ja. Ja, jetzt gucken wir. 1, 2, 3, 4 Sekunden hängt etwa irgendwie hinterher. Oh mein Gott, ich hab's drauf. Einer der wenigen Fahrfehler, die Gas macht. Wir haben's gesehen, Jungs. Zuerst hier bei mir. Wir gießen mit einem Fahrfehler. Zwar nur ein kleiner, aber ein Fahrfehler. Marius hat auch gerade eingemacht. Zählt nicht. Bei der zweiten Haarnadel. Als man wieder von dem Highway dann runterfährt. Zur Brücke hoch. So, mal gucken, was kommt jetzt gleich. 1,55 steht noch. Ja Leute, es geht auch für alle, die zuschauen, ne? Wenn ihr wollt, dass irgendjemand bestimmt das zu gucken soll, dann sagt mir Bescheid, dann springen wir da mal hin. Ansonsten sepp ich so ein bisschen durch. Geschlossen nur 1,53 sich bei 1,23. Ja, die waren sich halt einig, ne? Lude schnellste Runde. Ich glaube aber nicht, dass du eine 1,48 geschafft hast. Ich bin der Meinung, das waren 1,58. 1,48. Ich bin auch der Meinung, das waren noch keine guten Runden, was die jetzt gefahren sind. Was? Ich weiß es nicht. Marius und Domi, die beiden kämpfen. Ja, unsere beiden Crew-Leader. Also es ist der Kampf um die Leaderschaft der Crew. Der von den beiden vorne ist, bleibt Leader, der andere wird Platz 2 degradiert. In dem Rondell musste mal die Kamera sich drehen, das sieht cool aus. Wenn du oben bist, ein anderer fällt unten so weg. Glaube ich. Und? Baut wieder ein Fehler oder nicht? Gucken, Gas ist gleich durch. Mich interessiert echt, was der gleich fährt. Ja, das gerade ist eine schnelle Runde. Auf jeden Fall, er kommt da echt sauber durch gerade. Deswegen, ich bin mal gespannt, was er vielleicht fährt. Ich bin wirklich der Meinung, wir sind 1,49 der Zeiten dort gefahren auf der Strecke. Er ist ja ganz schön weit weg, wa? Ich bin bei Cookie. Der Gas ist auf und davon, yes. Junge. Das ist richtig on fly. Cookie ist hinter Gas. Und was haben wir jetzt?
1,53. Dann war das, dann war das die Strecke danach, die dann mit guten 48er gefahren bin. Eins von den beiden war auf jeden Fall. 48 normal, ohne 9,1. Ja, meine ich ja, sorry. Luigi auf für 3. Da kann sich noch den Knuppi nochmal snacken. Ja, wir gucken mal denn zu, wen haben wir denn da so Schönes? Aber wir gucken mal einen von den Italy-Fahrern zu, mal gucken, wie die sich anstellen. Am besten gehen wir mal zu Felix. Ich guck mal, wie jetzt Lude kämpft, um den Knuppi zu holen. Ja, Knuppi ist auch mal... Und er ruft erstmal. Knuppi ist halt auch so eine Maschine, wenn er will. Wie, was ist das hier schon wieder? Schon wieder Geländerreifen, der Felix. Unglaublich. Ja, ja. Wenn noch eine Runde mehr wäre, würde Gastöppels einen überrunden. Wir den kennen letzten in Omat. Kennen wir doch. Und die obligatorische eine Runde, wissen wir doch alle, Carsten. Ja. Yeah. Unglaublich. Immer diese Leute mit ihren Geländereifen. Dabei müssten wir mittlerweile wissen, wenn sie sich informiert hätten, dass es beim Pariah und beim Italy gepatcht worden ist und nichts mehr bringt. Aber das Spoiler-Problem ist weg, ne? Das haben wir bei den letzten Patch behoben, ja. Die war unten zu dritt. Ja. Der fährt Inspektor Kasten. Jetzt Ende, mal gucken. Ja. Habe ich noch geschafft, zum Fahrrad zu wechseln, schnell genug. Ja, kommt auch jetzt an. Das ist halt schon merkwürdig, ne? Also, Leute, jetzt hat selbst der Felix jemanden überrundet oder hat er ihn überholt? Sieht aus wie überrundet. So, Marius ist im Ziel, noch 28 Sekunden. Also Felix kommt auf jeden Fall noch ins Ziel, so auch so Mr. Asozial. Nee, die sind nicht so vorsichtig. Die haben halt, muss man leider so sagen, das hat nichts mit vorsichtig zu tun, weil wenn man so sieht, was die fahren. Also man könnte auch sagen, die haben halt keine Erfahrung mit Rennfahren im GTA. Klingt zwar jetzt ein bisschen hart und fies, aber ist halt leider so, weil wenn man halt ein bisschen Ahnung hätte auf der Strecke, wäre man definitiv nicht Dings gefahren. Italy oder Pariah. Ich habe den selber getestet. Gegen Easy keine Chance auf der Strecke. Bei der Italy und der Pariah können ihre Topspeed halt einfach nicht ausspielen. Ja, und der Flash GT ist sogar den zu langsam. So, 4 Leute wieder nicht angekommen. Die haben insgesamt. Ja, wie gesagt, also ganz ehrlich, du kannst Platz 8 bis 14 zusammenrechnen und die haben nicht mehr so viele Punkte wie Gas alleine. Die haben 35 Punkte, glaube ich. Ja, das macht Gas alleine. 1 gegen 8. 1 vs 8. GG. Ja, da kommt halt nur, weil bei uns wirklich so viele dabei sind, ne? Und dadurch, dass die dann alle dann rausfallen, keine Punkte mehr kriegen. So, wenn bei uns nur 3 oder 4 gefahren wäre, wäre natürlich was anderes. Ich wette mit dir, die fahren jetzt alle wieder Italy oder beziehungsweise Pariah und kommen nicht auf die Idee, auf dieser Strecke wieder Easy zu fahren, weil wir der Beste ist. Oder sie schauen einen Stream und wissen jetzt Bescheid. Selbst dann müssten sie das mal eingefahren sein auf der Kfz. Weil ganz ehrlich, auch wenn das Ding klebt wie ein Brett, ne, muss man ja zugeben, ist er an manchen Punkten echt nicht einfach zu fahren, wenn du zum ersten Mal fährst. Der hat so ein, zwei Ticken drinnen, die man wissen muss. Das Mondchen. Lull. Wo kann ich im Handy sehen, in der App, wer geschrieben hat? Ja, 10-mal, keine Ahnung. Muss ich da mal live gehen drücken oder wo? Ich bin ja schon live. Ja, du musst auf den Channel gehen, wenn du so mit Handy guckst und dann, auf meinen Account meinst du? Genau, und dann einfach nur den Chat öffnen.
Kannst du einstellen, ob du nur Chat sehen möchtest und den Einstellungen oder halt so und so Mein viel Quali. Kanal. Genau. Yo, Ja. Lazar 5, man kann unserer Crew beitreten. Du musst am besten einmal auf unserer Crew-Seite eine Nachricht hinterlassen. Dann wird sich einer unserer Leader gerne sich darum kümmern, um mit dir Kontakt aufzunehmen, beziehungsweise wenn du geschrieben hast, deine Anfrage zu beantworten. Und ja, ich schicke dir gleich mal den Link, warte mal. Muss ich gerade mal raussuchen. Zack. Ich habe einen Zuschauer, ich weiß nicht, wer mir zuschaut. Wenn du selber dir zuschaust, dann bist du meistens der Zuschauer. Na, jetzt bin ich bestimmt ein einzelner Zuschauer. So, was haben wir denn hier So. für Autos? Ah, es Aha. sind ein paar Easys dabei. Ja, aber Gegner, ja, Easy sind wieder uns und Italy geht ohne Gegner. Die haben sich nicht damit beschäftigt, bin ich der Meinung. Guck doch mal, wie die Hans. Guck, also ich guck Domi zu und ich sehe. Oh. Ich guck Domi zu und sehe reihenweise die ganzen Italy's von links nach rechts wegspringen. Sorry Jungs, ich habe gerade den falschen Knopf gedrückt. Und da haben wir den nächsten. Heraus sieben. Also ich bin ja ehrlich, ne? Ich will auf der Strecke ja lieber. Ich guck's. Ah, Hoffi fährt sogar. Ich guck gar nicht Domi zu, sondern Hoffi. Entschuldigung, Jungs. Hoffe, ich halt nicht Sport, ja. So, jetzt die erste Runde, was sagen wir da? 50er Zeiten. Ja, dann bin ich hier in der 48, 47 oder sowas gefahren. Ja, ich bin eine 49 gefahren. Als schnellster mal. So, ich hab Bock hier so ein Easy so ein Italy zu gucken. Gucken, wie sich die Fahrt jetzt zerstört. Also, auf so eine Strecke und mit Italy zu fahren, da müsste eigentlich ein Counter sein, wo dann steht, dieses Fahrzeug zerstört jetzt selber in 10, 9, 8, 1. 10 und 8, 1? Ja, genau. Weil für jede Bodenwelle springt er einmal runter. Ich bin auf Felix. Und, oh, er musste bremsen. Dämon, ich wollte es nicht so drastisch ausdrücken, aber ja, das war auch so anfangs mein Gedanke. Ich habe es am Anfang gerne mit Need for Speed Gameplay verglichen. Einfach aus dem Grund, ja, Need for Speed fährt man ja auch so, immer schön an der Wand lang. Ne? Gastelpe schnellste Runde 48. Ja. Nee, nee. Doch, Gast, ja auch. Lunes muss erster. Ja. Keine Ideallinie, kein Speed mitnehmen. Bremsen, wo man nicht bremsen muss. Also die haben. Das Problem Also ich ist, bin. der Sind wir mal rutscht ehrlich. zu sehr. Du Ja, ich kannst ihn sage. nicht ausfahren. Ja, ich sage, Oh. die haben mehr mit dem Fahrzeug zu kämpfen als mit der Strecke. Felix hat eine Laterne mitgenommen, hat einen Platz In, verloren. ja, genau. Also Leute, ich erlöse euch mal. Ich zeige euch mal, wie man richtig fährt. Wir gehen mal zu Gas. Wieder neue schnellste Runde, 47. Ja, dann haben wir hier die 47 gefahren. Ach guck, man kann es überhaupt schon den ersten. Mensch, jetzt weiter nichts Jetzt ist. schon. Ja. Ja, geh mal, die fahren Und Italy. Felix ist nicht in den Tunnel reingekommen, sage ich mal, bei Startziel. Aber er ist nicht runtergefallen. Bin ich rausgesprungen? Nee, er ist nicht runter. Er ist nur daneben. Hat noch bremsen können, richtig. Okay, Gas sieht ganz nah vor sich, sieht er den kleinen Foxy Love. Ob er den kriegt. Ich gehe mal jetzt auf Domi, jetzt von ins Letzte. Auf 7. Was lasten du da so, Mondchen? Wir wissen alle, dass es Foxy Love ist. Okay, gleich überrunden sie den nächsten. Eieiei. Oh, er hat sich wieder bei Startzielen aussortiert, vor Domi. Ja. Wenn ich das richtig gesehen habe, war es gerade Felix, der da rumstand. Die haben, glaube ich, aufgegeben. Die sind mental gebrochen. Wird Zeit, dass Club mal antritt. Wir sind on fire. Also, Mondchen, machen aber klar. Ach, Gott. Okay, Leute. Cut. Das haben wir nicht gesehen. Das ist nicht passiert. Gas hat keinen Unfall gebaut, Jungs. Das war eine optische Täuschung. Ne? Halten wir das fest. Entschuldigung.
Gas hat keinen Unfall gebaut. Das war eine optische Täuschung. Ihr? Okay. Gas auf 47 Sekunden. 50. Danke, Dämon. Sehe ich genauso. Die letzten 10, letzten halben Minuten ist nichts passiert. Gas ist ganz normal seine Strecke runter gefahren. Alles ganz normal. Ja, weil... jetzt mal no front, ne? Gibt es irgendjemanden, den die noch nicht überrundet haben jetzt, so? Ich meine, guckt... Jungs, Leute, guckt euch mal die Zeiten an. 47 gegen 55er Zeiten, 53er... Also 53er ist bei den Gegnern das Schnellste, was die gefahren sind. Die kommen an. Oh, jo, ich sehe es gerade. Ah, ich hab's vergessen, zu spät zu drücken. Ach, Mann. Ich war gerade am Hayden. Fuck. Oh nee, ich muss weg von dir. Ciao. Ja, aber man hat no front, Fahrrad, ne? Gewettet und verloren. Ja. Wir wissen nur alle. Da 7 ist angekommen, es läuft die Zeit. Siehst du, da haben wir den richtigen. Der erste fährt rückwärts. Wahrscheinlich ist er so rum schneller, als wenn er vorwärts fahren würde mit Nathalie. Applaus, Applaus. An Omad Weg Alahala. Auch immer das gesprochen wird. Ich würde, wie gesagt, mich würde es nicht wundern, dass er so rum schneller ist, als wenn er vorwärts fahren würde. Also, ich will nicht flame, meckern oder sonst irgendwas, ne, aber... Ist nur einer angekommen? Ach, ne, Carsten, was erwartest du, wenn fast jeder überrundet worden ist von jedem von uns? Ne, kann er nicht. Da wurde nicht jeder überrundet. So, das letzte Rennen kommt jetzt. Von jedem, besser gesagt. Das letzte Rennen kommt jetzt. Das letzte Rennen wird ein Klassikerrennen sein. Und bei uns sind manche noch unentschlossen gewesen, ob nun Cheetah, Turismo oder MK2. Ich bin fürs Dritte. Ja, ich verstehe, dass man MK2 fahren möchte, aber ich mag ihn nicht so. Keine Ahnung warum. Er sieht cool aus. Ich habe meinen so ein bisschen kein Blockmäßig getuned, aber ja. 30. 39 Punkte. Mr. Foxy hätte sie schon. Dämon, ganz ehrlich, wenn wir das mal so angucken. Wie gesagt, ich will die Leute nicht haten, flamen, meckern oder sonst irgendwas. Aber sind wir mal ehrlich, wenn wir die Punkte uns angucken, mal so unter uns, ne? Da reicht ein Fahrer. Und ich will die Leute echt nicht anhaten oder sonst irgendwas, ne? Um Gottes Willen, können sympathische Kerlchen Menschen sein, ich kenne die leider nicht. Ja. Ach, unsere Jungs haben noch Zeit zum Schreiben. Ja, wahrscheinlich mir ganz gleich, weil ich so oft gesagt habe, dass der eine Geländereifen hat. Ja, gefühlt habe ich doch, glaube ich, in einem Ding gesagt, 20 Mal, dass er Geländereifen hat. Ist egal. Ah, ich bin wirklich mal gespannt. 5 Kilometer, 3 Runden Klassiker. Richtig. Mal gucken, der Verlauf. Alles in der Stadt. Ach jo, über den Kanal, viermal rüber. Mensch, Carsten, du kannst erzählen. Ja, ne? Sag mal, kennst du noch von dir? Und so gesehen, 3 Kreise fährst du. 4. 3 kleine und. Nee, du fährst. Nee, Carsten, das ist falsch. Und dann nochmal einen ganzen. Nee, Carsten, du fährst 3 Kreise, weil 3 Runden sind. Ja, aber auch auf der Karte gesehen hast du immer so Kurven am Kanal. Ach, Carsten, ey, ganz ehrlich. Ich sagst du mir wahrscheinlich noch, dass die Dinger aussehen wie ein Herz oder sonst irgendwas, die Strecke. Du, Luigi, fährt MK2. Ich glaube, ich weiß nicht, wie ich gucke, aber ich gucke hier gerade die Sheet dazu. Haben wir die Fahrzeugliste? Cheetah Classic. Tara hat auch ein MK2, glaube ich, genommen. Ich gehe mal auf Tara beim Start. Du gehst auf unseren Sanitöter? Ja. Oh, ich muss erstmal das Geld abdrücken am Mechaniker und so. Ja, ich auch. Weißt du, du guckst nur irgendwelchen Leuten beim Rennen zu und dein scheiß Mechaniker wird trotzdem Kohle von dir. Obwohl du nicht mal den Fahrzeug kaputt gemacht hast, nicht mal benutzt hast, nicht mal irgendwie was verbraucht hast, nix. Ich wollte nicht Mario zu. Ja, aber ich guck Mario zu.
Mario, das ist toll. Ich bin gespannt, wie viele in der zweiten Runde da gegen knallen oder hier gegen jetzt Band. Also schon der erste, der war Lude. So, wir machen mal den obligatorischen Geländereifentest bei Felix. Er ist ja mittlerweile. Ah ne, er hat Rallye Master drauf. Okay. Rallye Master. Hoppi. Das ist der VDNB-Killer. Okay, der hat Straße drauf. Macht ein Para hier hinten. Ab nach vorne mit dir, du Klötendödel. Abfahrt, gib Gas. Obolada. So, jetzt kommt schöne Kurve gleich. Schön mit Highspeed. Wie sieht eine hässliche Kurve aus, Carsten? Ja, zum Beispiel Spitzkehre und dann noch runter oder so. Ja, aber meinst du nicht einen schönheitlichen Auge des Betrachters? Ja, oder auch für Autowahl. Ja, aber was macht denn vielleicht eine schöne Kurve aus? Ja, gerade die langgezogene Richtung Brücke. Die ist schön, die kannst du schön von rechts rüber mit Highspeed, egal fast welchem Auto. Ja, das ist aber dann ist sie aber nicht schön, dann lässt sie sich gut fahren. Du hast ja gesagt, schön. Und schön ist ja was optisches. Zwei von uns haben sich gedreht. Und schön ist ja was optisches. Es hat sich gedreht, der Marius und der Knuppi. Und Mr. Foxy kommt an und Para ist auch da. Oh, ich guck gerade Para zu, der hat hier einen richtig schönen Blick von hier hinten. Der Stab jetzt mal auf 3. Ich geh jetzt mal auf Domi. Der war auch nicht so oft, nur ein, zwei Mal, glaube ich. Gefühlt. Ja, okay, das war grad das ganz leck. Gucken wir mal die ersten Rundenzeiten an. Mr. Asozial. Gucken wir mal. Ja. Gucken. Er ist da durchgekommen. Gucken, wie es bei den anderen wieder aussieht. Er fällt auf Nummer sicher, so gesehen. Und dadurch lenkt er sich aber auch, wenn er zu stark bremst. Aber die Kahn scheint den Hoffi hier besser zu liegen, weil er ist nicht letzter. Und eine 2.11 am Anfang ist auch schon eigentlich ganz gut. Ich glaube, hier waren auch schnellste Runden 2.8 oder sowas. Ja, ich weiß, Jungs, ich bin schlecht vorbereitet. Ich hätte mich mal vorher morgen irgendwie screenshotten sollen. Ich habe mir so eine Liste gemacht, aber ich bin nicht so oft mitgefahren. Ich bin nur 4 oder 5 Mal die Strecke gefahren. Nicht so oft mitgefahren, damit bist du öfters gefahren als ich? Nein. Doch. Du bist insgesamt bei Obus 4-mal oder so gefahren. Ich bin einmal gefahren, da ist der Andi mitgefahren. Dann bin ich einmal gefahren, war auch Enrico dabei. Ich habe zum Beispiel vom Para keine Zeit, vom Knuppi keine Zeit und von Marcel auch gar keine. Weil ich ja, letzte Woche gar nicht da war. Ja, Marcel bin Marcel ich hat auch, mit hat, gar nicht geübt, so extrem. Ja, der ist nicht so abwertend. Ja. Sonst die Gegner fühlen sich so schon schlecht. Guck dich mal diese Linie an. Er fährt die Kurve mittig an und dann, naja, was passieren Sachen. Es passieren Dinge. Oh, Marius und Paramedic, also Monkey und also ich Para weiß, auf 7 und 8. Ich weiß nicht, was Hoffi macht, aber ich glaube, er ist so ein bisschen so angelehnt, so quer zu quer siehst du mehr. Knuppi schnellste Runde eine 2.7, wie ein Cheater. Das ist ein Cheater, Junge. Typisch Knuppi, dieser Cheater. Ach komm, wir bleiben mal bei unseren Jungs. Wir sind ein Weilchen bei Marius. Ja, der ist ja von 8, der muss auch von den Paaren. Ja, die müssen Mr. Asus ja holen. Yep. Also, sind aber die Klima Mr. Asus ja direkt am Arsch. Naja, ich sehe jetzt schon, ich bin auf ihn drauf. Die schnüffeln seine Abgase. Aber davor vom Mister sind auch
nur eine Sekunde vor zwei Leute von uns. Und da holt der Marius den Mr. Asozial. Müssen wir rübergehen zu Para. Gucken wir uns das Ganze von Para an. Para, weh, du bleibst da hängen. Ach, Para. Jetzt hat er einen Fehler gemacht. Aber Jungs, auch das ist nicht passiert, ne? Niemals passiert. Wir sind Clanfighter, wir machen keine Fehler. Ne? Nichts passiert. Mach hier nicht so. Ich mache so Auto so Unfall. Ist nichts passiert. Auto müde, Auto schlafen. Para, wir sind hier nicht im Wallride. Du fährst kein Parcours, Kollege. Er ist nervös, wenn du zuguckst. Ja, ja, Mondchen, du bist auch schon so ein Omega-Lull. Marcel hat Gummi geholt. Gut aussieht. Para muss jetzt mal anstrengen. Ja, Para muss Hacken hier heben. Ach, Mondchen, das sagt man so. Einfach aus Spaß. Kastöppels. Kommt jetzt gleich schon an, dann wäre doof. Müsste doch eigentlich nur eine Runde sein, oder? Ja, nee, Dämon bin ich voll bei dir, ne? Das ist so typisch, diese komischen wilden Laternen, Telefonmasten und sonst irgendwas, die einfach Suizid begehen wollen und ein einfach von Auto springen. Schlimm sowas. Weißt du? Was das für eine Logik von GTA ist, ja, dass sie einfach Suizid begehen, so eine Laterne, ne? Und vor das Auto springen. So. Hier sehen wir ein klassisches Beispiel, wie jemand an der Lipfersäule ist, blind ist und man sagt immer an der Wand lang. Siehst du, da haben wir schon wieder. Da, ein wildes Schild ist auf die Straße gesprungen. Vor seinem Auto. Er konnte nichts anderes machen, außer umfahren. Ja, da also, haben wir auch noch so scheiß Betonfüße, ne? Du bist schon so ein Betonfuß. Was soll ich denn gleich hier eine Betonfüße anklebe und ins Wasser werfe? Ey, Carsten, Junge. Irgendwas stimmt mit Carsten nicht. Jetzt sind nur drei nicht angekommen. Ja, wenn der letzte halt immer nur im Kreis fährt, ist es ja auch kein Wunder, ne? Aber ein großes Lob, GG an uns. Ja, Tabelle brauchen wir wahrscheinlich nicht ausrechnen, das ist eindeutig, ne? Ja, an die anderen Gegner, unsere schönen, netten Jungs und Mädels von Vice City Sunshine. Schön, dass ihr mitgefahren seid. War ein schöner CVC. Leider kein spannendes CVC, aber ein schönes CVC. Ja. Was soll man sagen? Woran hat sie liegen? Vielleicht fahren ja nächstes Mal andere von uns und dann nur drei oder fünf. Dann ist es vielleicht enger zusammen und spannender. Da kommen wir an. Naja, lass es mal gucken, was da passiert. Ich glaube, lass sie mal ein bisschen trainieren. Vielleicht klappt es ja dann noch mit den Nachbarn, ne? Ja, was ist denn da zum Beispiel nochmal mit Team Rocket oder so? Team Rocket gibt's doch nicht mehr. Nee? Aufgelöst. Ja. Was mach okay, ich? Wen hatten wir denn noch? Was hab ich denn hier? GTA Online? Ich gucke hier unten Nico zu, den will ich nicht zugucken. Wie kann ich jetzt den Zuschauermodus verlassen? Ich weiß nicht, ich habe ja so ein Tätowiert mit freiem Oberkörper. Mal eine neue Satzung finden. Wie, du guckst hier tätowierte oberfreie Körper an. Ja. Yeah. FSK 18 Minion. Ja, habe ich doch eingetragen. Besser ist auch. Ja, Leute, wie gesagt, CVC ist vorbei. Ich werde noch ein bisschen live bleiben, werden gleich noch ein bisschen wahrscheinlich gleich Bunker verkaufen oder Funliste oder irgendwie sowas wird gleich noch passieren. Mal gucken, was war so, was der gute Gast da hoffentlich mal zusammengeschustert hat. Und ja. Mal gucken, wenn jetzt auf dem Zuschauermodus raus sind. Ansonsten. Ich gehe jetzt offline. Ich beende jetzt meinen Stream. Jo, Carsten, dann wünsche ich dir eine gute Nacht. Schlaf schön. Nein, ich beende nur den Stream, mehr mache ich nicht. Schlaf gut, Carsten. Ja, ja. Ja, ich bleib noch ein bisschen live. Ich habe volle 6 Zuschauer, das ist mein Weltrekord, so vielleicht noch nie. Ich hab nur mich selber, glaube ich. Also.
Bis dann. Wieder schauen und reingehauen, Carsten. Nein, Carsten bleibt noch. Ich würde nur selber nicht mehr streamen. Ich habe übrigens eine öffentliche leere Lobby, falls jemand Bunker verkaufen will. Bam, 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 bam. Wo sind denn... Ich bin jetzt kurz austreten, ich wechsle schon mal. Bin gleich wieder da. Jo. Kannst du mich schon mal joinen? Ich habe eine leere Lobby wegen Bunkerverkauf. Ja, mach ich. Jo, ich würde sagen, das war dezent eindeutig. Wie gesagt, CVC, wie ich schon sagte, leider kein spannendes CVC, aber ein schönes CVC, muss man sagen. Und... Man sieht unser schöner Komoda. Ui. Licht an, Licht aus, Licht an, Licht aus. Geht, geht nicht, geht, geht nicht, geht, geht nicht. Ich glaube, der ist kaputt. Gucken, was mein Bunkerchen sagt. Nur, dass hier alles gelb ist, ne? Ich habe gelbe Sonnenbrille auf oder sowas, deswegen ist automatisch alles gelb. Ich guck mal, dass wir jetzt zum Bunker kommen, nur mit Ego-Perspektive ohne Unfall. Und ohne zu bremsen. Oder wenig bremsen. Ja, alles wird eng. Alles ging gut. War ein enger. Ah, Auto! Ei! Okay. Es tat weh. Wehe, 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 wehe. Ich glaube, wenn ich so ums CVC mitgefahren wäre, selbst dann wäre ich, glaube ich. Nee, ich sag's lieber nicht. Ich will nicht fronten. Macht man nicht. Ich sag den Satz nicht weiter. Ficker, was schießt du im Weg, du Arschloch? Jo, so sieht man von hinten aus. Ein bisschen verpixelt. Passt aber. Mit den Straßenregierungen. Braucht kein Mensch. Also kann ich, das ist viel besser. Mein Bunkerchen. Chat, Bunker, Bunker. Chat, darf ich euch bekannt machen? Herzlich willkommen in meinem Bunker. Guck in meinem Bunker. So. Ach, siehst du, sag ich ja, das sogar leer. Naja, können wir gleich auch noch verkaufen. War nicht ganz voll, aber wenn wir jetzt alle gleich verkaufen, dann lohnt sich das wenigstens. Ich warte bis zum nächsten Mal. Hab's nicht so nötig. So. Vorräte kaufen.
Ach, na, schon bist du unterwegs. Jungs, Mist mit der Sache, ich ihn verkauft hab. Gekauft hab. Kaufen, kaufen, kaufen! Höfen! Oh, siehst du. Da bin ich wieder allein. Ich bin allein. Allein, allein. Oh. Ich bin nicht müde. Das ist ein Schwächeanfall. Hi Knuppi. Guten Hallo. Hallo. Hast du schon eine leere Lobby, Carsten? Nee, aber ich. Der Kevin hat doch einen, hat doch geschrieben. So, nein, einmal mit Profis arbeiten. Hab ich noch nicht. Ach, der richtige. Ja, genau. Wer ist ein Psychopass nochmal? Und genau, aus meiner Freundschaftsliste. Ich muss nicht mehr wehren. War mal ein Anwärter, glaube ich, bei uns. Nee. Ist ein, glaub, wenn ich mich nicht täusche, müsste das ein Real-Life-Freund sein. Gibt's die noch? Nee, vom Namen her. Ich bin mir aber gerade nicht hundertprozentig sicher. Ein Ding war richtig mies, das ist ja. Ne? Da schon. Ja? Das ist eine Easy-Renn. Die anderen alle Italy gefahren sind. Ja, aber bei welchem von den beiden? Oh, Carsten, Junge, richtig gehässig, Alter. Ey, das ist mies. Ja, das macht man nicht. Es war. Aber ich fand's cool, ich hab dann. Ich hab 5 überrundet. Ich hab alle gezählt, haben die anderen sich aufgeregt. Ich muss noch 22 Stunden warten, bis ich am Rad kommen kann. Carsten, du drehst generell am Rad. Alter Fahrer, hallo. Benzin. Hallo. Hallo Paar. Kevin. Wie war denn? Ich habe die Crashs nicht gesehen. Das letzte Rennen habe ich verkackt. Das war die letzte Runde kacke. Aber sonst war ich gar nicht. Welche Crash? Es gab keine Crash. Ich hab's gesehen. Doch, ich hab's gesehen. Es war kein Crash. Ich hab's doch gefühlt. Nein, hast du nicht. Das war kein Crash. Das war ein Suizid. Na, ich bin nicht. Ich habe nie einen Loch gehabt. Ich bin kein einziger. Mal war mal runtergefallen. Ich habe mich nicht explodieren lassen. Nein, das war ein Suizidpfeiler. Der hat Selbstmord begangen. Und ist einfach die volle Laterne geschwommen. Dafür kannst du nichts. Nee, das war dieser Telefonmast, der mich. Ja, genau. Der Suizidtelefonmast. Man kennt ihn. Der springt einfach auf der Straße, nichts ahnt. Und du und der springt einfach davor. Der will sterben. Machst du nichts? Dann machen die sich gegenseitig kaputt. Und mit welchem Bunker fangen wir an? Ich weiß nicht. Haben wir eigentlich dann schon irgendeine Lobby, wo wir das machen? Oder? Ja, ich hab eine leere Lobby. Kevin hat schon? Ja. Kann man einfach nachjoinen? Ist das offene oder ist das so? Das ist eine öffentliche, ja. Sonst könnte mein Bunker nicht verkaufen. Aber geht das nicht in Ding auch in den Crew-Sitzungen? Nee. Warte mal, okay. Du kannst in der Crew-Sitzung dich nicht als Dings registrieren. Ja, nicht Crew-only, da gibt's auch, wenn es da Sitzung für 2-3 Crews eröffnest oder so. Ich hab gedacht, das ging schon. Das ist Crew-Sitzung. Ja. Das ist schon lange nicht mehr gemacht, dass ich irgendwas verkaufe. Verkauft das mein Auto? Ich habe euch mal meinen Bunker eingeladen. Ich meine, dann würde ich auch verkaufen. Das war eigentlich nicht viel, aber dann verkauft man halt. Ist das Marius? Ja, ich habe Marius, glaube ich, nicht. Oh, ist das sexy. Oh, ist das sexy. Was denn? Oh, ein bisschen mehr ins Goldene. Ach, du meinst die neue Lackierung? Jo. Also, Marius ist gar nicht hier. Ich habe noch keine Einladung. Oder? Du bist ja noch nicht auf dem Dings hier drauf, oder? War doch da. Habe ich wohl gehabt. Strohhutbande. Jo.
Okay. Wir machen hier schon wieder Lärm. Ein Ossi-Freak ist auf der Lobby. Kann nur von Knuppi ein Freund sein. Könnte ja auch Knuppi selber sein. Nee, so gut krieg ich das nicht hin. Aber der Dano. Das könnte so. Dano sein. Ich hab dich mal eingeladen. Wenn du jetzt noch kommst, dann. Wir starten bei mir mit Verkauf. Auch wenn wir jetzt noch 1000 sind und nicht lohnt, aber besser als nichts. Was, du hast einen Arsch breit wie eine Kuh? Was ich das fürs Geld mach, Waren verkaufen. Ja, es war nicht voll, aber lohnt sich. Eben so eine sinnlose Scheiße. Bibbidi, Bibbidi. Wenn du zu geizig warst, Waren nachzukaufen. Jo, ich hab's jetzt vom CVC machen müssen, hab's vergessen. Bibbidi, Bibbidi, Buh, ich schlachte dich, du doofe Kuh. Oh, Insurgent. Oh nein. Kann man nicht einfach diese verkackten. Aber schön, noch drei einzelne Punkte, geht doch. Ah, dann geht's ja. Wo müssen wir denn hin? Ach, in der Nähe vom LSC. Fahren wir zusammen oder jeder einzeln? Einzeln, ach, bis später. Bisschen schießwürdig heute. Oh, der brennt. Oh ja. Brennt der Helm. Darf's ja schon sein. Das kommt mir auf. Ja, aber deswegen brennt doch nicht mir der Helm, sondern dem der Helm. Ach so. Hi, Gas. Hola! Glückwunsch! Hallo! So, allein im Sieg an die ersten drei. Das nächste Mal fährst du aber alleine, ne? Hast du dann im Team gewonnen? Wir sind immer im Team. Ich weiß. Unglaublich, ich zieh den Donut und das scheint mir mit den Sekten an die Binde. Hast du eine leere Lobby, Carsten? Oder? Ich habe eine leere Lobby. Kevin hat. Wir haben sogar schon angefangen zu verkaufen. Ja, nice. Aber die Alte hat schon richtig viel geschrieben, ne? Wir haben 207 Minuten. Ne, der von geschrieben wäre sehr gut. Die waren mal bei den Monkeys, ne? Ja. Schiebe geht die Arme, du, ey. Garte, ich hab... Stream on! Ich hab noch Stream on, ne? Na, hier, Becker. So. Entschuldigung. Na, du. Das hier. GDA, nein. Aber warum nimmt denn der das Auto jetzt hier nicht? Para, willst du das denn, ne? Warte, ich hab nur schnell Lester weggezahlt. Mit dem Lester die Bullen weggezahlt. Du meinst, der alte Lester schon. Tut mir leid. Was denn? Wir müssen uns echt mal angewöhnen, weil ich bin in den Kanal gelandet. Mal ein bisschen weniger zu labern. Ich meine, es war heute relativ egal, aber... Also entweder wechselst du nochmal Lobby oder keine Ahnung. Mach ruhig, ist egal. Was ist das denn, Marcel? Gut, ich bin gleich wieder da. Ich hoffe, dass beim nächsten Mal ich vielleicht noch ein bisschen mehr von sehen, als wir labern und so was. Ich meine, es war bei heute egal, weil die Gegner nicht so gut waren, aber... Ich weiß nicht, was bei euch war. Das hat schon ein bisschen gestört. Ja, das war auch an die Vater gerissen. Also, ich habe ein bisschen getrash-talkt. Ich würde auch
den mal verkaufen. Ich muss jetzt mal die 2 von 3. Warum? Ja, weil Knubbel hat gesagt, der ist runtergefallen. Einmal mit Profis. Ja, aber ist egal. Ich meine, ich habe eh genug Geld. Ich weiß deswegen jetzt nicht die Lobby. Was ist denn runtergefallen? Wo kam man da runter? Achso, ja, dann der Küstenstraße, oder Knubbel? Ja, ja, irgendwo da ist er runtergefallen. Ins Wasser, oder was? Ja, hab meine Waren versenkt. Komisch, das ist immer bei mir passiert. Nee, sonst bei Andi. Oder bei Max. Andi, wir müssen Andi war schon zweimal dabei. Andi war es, glaube ich, auch einmal Carsten und einmal Olli. Und wer verkauft noch? Ich muss auf jeden Fall dabei. Wir sind genug, wir können eigentlich mal parallel verkaufen. Ich bin gleich wieder da, also gleich wieder in der Sitzung. Ja, mir ist egal, Carsten, ich bin gleich bei meinem Bunker. Ja, dann Zeit haben wir ja genug, ist es ja noch. Ich wollte jetzt mal schon verkaufen, wo Doppelbar, glaube ich, oder was weiß ich. Also da war es so spät. Ja, aber da war es so spät. Aber hat das Spiel verlassen. Tschüss, Para. Ich bin gleich wieder da, habe ich gesagt. Haben die Gegner noch irgendwas gesagt im Nachhinein? Das hat ihm keinen Spaß gemacht. Okay, verstehe ich. Wer hat was gesagt im Nachhinein? Gegner. Die Gegner was gesagt haben nach ja. dem... Ja, das hat ihm keinen Spaß gemacht. Ich hab die auf der Lobby nicht gehört, die Spiele. Also ernsthaft, das haben wir wirklich gesagt. Da muss ich aber wieder umstellen, ne? Warte mal. Wo haben wir das gleich wieder? Klingt zwar komisch, aber bitte. Klingt zwar komisch, aber so. Ach, shit. Lass es aber ein bisschen so. Ich hasse das, wenn du in irgendwelche Lobbys kommst und da schreien die Pisken herum. Und du musst dann auf 5 Minuten warten, bis du wirklich auf der Lobby bist. Ja, eigentlich schon, weil die ganzen Pisskinder schon immer höher, ja. Das ist... Ach, stimmt, ja. Na, stimmt nicht. Also ich muss ehrlich sagen, ich hab das auf jeder bestellt, weil ich sowieso meistens Partychat bin, von daher... Ja, aber wenn du Lobby suchst oder wechselst, dann, wie Mario schon sagt, du hörst die trotzdem, auch wenn du so auf Fuh oder so stehen hast, bis du wirklich auf der Lobby drauf bist. Ja. Ja, da muss ich jetzt mal schauen, weil eigentlich höre ich die schon immer, weil ich habe mir das jetzt zum Spaß gemacht, dass ich die ganzen Kiddies, die da auf der Karte sind, dann immer jage. Und ist Sofa da? Ich gehe mal kurz pinkeln. Ich bekomme direkt eine Einladung. Da, bin ich ja wieder da. Ja, warum bin ich jetzt hier? Hat das Spiel verlassen, der Ossi. Ich hab schon gerade. Ich hab schon mal Bunker eingeladen. MC bekommt er gleich. Ach so. Ich bin aber bei meinem Bunker. Wir waren übrigens lang drüber, aber du kannst ja nicht, hast ihn rausgeschossen. Danke trotzdem. Ich bin schon im Bunker. Ja, ich war noch was, wo du musst warten. Außen. Ich hab mittlerweile 15 Millionen oder so. Ja, 16. Ja. Schiebe Geld, Carsten. Ist das ja Psychobass? Sag mir irgendwas. Ich hab doch gesagt, es ist ein Anwetter gewesen oder so. Ach. Ehrlich? Das hört sich an wie so eine RTL-Show. Stiefober. Hallo Andi. So. Servus Andi. Bringen Sie mal einen Film nach Carsten auf. Bin im Hotelclub. Nein. Tja. Updates. Sind alle durch eine Bunker drin oder? Hallo. Ich bin im Bunker, Domi ist im Bunker. Und sonst weiß ich nicht. Hada? Ja? Ich stehe vor dem Bunker. Ja, ruhig, ich Marius. Mona, ein ja, Gefährt können, besorgen. Kann ich alle Bunker verkaufen? Ja. Ich habe am Rad 50.000 gewonnen. Juhu. Ich hab's gesehen. Ich habe 15.000 gewonnen vorne. Aber war eins nicht mehr im Auto, ne? Ja. Wieso immer diese Scheißmissionen? Also die finde ich ja fast noch schlimmer als die Caddies, die Mission, ne?
Unglaublich, warte hier. Rahmen hey. Ach, Fahrer will mitfahren. Ja, ja, ich schieß für dich. Bei dir, um dich. Mit dir. In dich. Ne, ja, das nicht. Hallo, Sergeant, hallo. Was ist denn da jetzt so? Ist uns einfach drauf. Wir können ja gleich. Ja, wenn das woanders gekommen ist, können wir gleich so mal spielen. Und Tara, wie war für dich das erste CVC? Oder bist du schon mal bei einer anderen Crew gefahren? Ich hab schon ein paar CVCs gemacht, ja. Okay. Was war ja. Das denn? Lude oder wer? Bis auf das letzte jetzt, das letzte Rennen war eigentlich ganz gut, war ich relativ zufrieden mit mir. Ich habe fast keine Crashes gehabt, beziehungsweise Crashes, die das irgendwie mich an die Plätze oder von den Plätzen nach hinten geworfen hätte. Marcel hat einen Easy wohl einen gehabt. Mit 9, 2, an derselben Stelle. Das habe ich schon mit dem Chat geklärt, das war kein Unfall. Also ist niemals passiert. Ja. Das ist genauso. Von der eine, der erste oder der zweite war nicht dumm. Ich war eigentlich schon durch die Reibenstraße durch und lenkt da nochmal voll drauf zu. Hab ich gesehen. Aber der ist ja nie passiert, hab ich mit Chat so beschlossen. Das war, aber so das richtig, war erste, zweite Runde, oder? Nö, das Mondschirm war da, dann Dämon war da. Ja, weil er erstmal warten muss, bis Mary wieder kommt. Like Bone war da, dann irgend so ein. Ich bin erstmal vorbeigefahren, Moment, ich komme wieder. Dann so ein Lazak war da, der wollte auch irgendwie wegen Crew-Join nachfragen. Ist hier Ding, wie heißt's? Gang-Attack? Gibt dann Haufen Gegner, die auf mich schießen. Ja, jetzt kommen wir. Ja, hier ist doch, Da ist ein Auto hinter uns bei Marcel. Bei Domi. Aber was bist denn da jetzt so? Foxy gar nicht mehr? Also, oder? Nee, der wollte hier durch oder was. Ach so. Hat der Spielschicht frei oder hat er frei? Ist ja da Urlaub, man muss immer ziehen. Wird dann halt morgen frei, wa? Wäre schon jetzt offline. Nicht. Ja, das sind nur Motorradfahrer. Einen habe ich. Den anderen. Der andere fliegt auf dem Motorrad. Ist der. Guppi, falls du fährst. Rüberfahren. Ja, ich finde die Mission wirklich fast schlimmer als mit dem scheiß Buggies. Was habt ihr denn? Ich weiß nicht, was ihr mit den Buggies habt. Ich finde das geil. Das ist zwar knackig von der Zeit, aber. Ach, die Dinger, ich hasse das auch. Das dauert so ewig lang immer. Ja, ja, da brauchst du immer fast die vollen 15 Minuten. Ja, das schon. Und das ist halt das Nervige. Das sind ja 30 Minuten. Aber es dauert trotzdem sehr lang. Was ein Pfosten. Ist so. So, irgendwann habe ich schon mal getroffen mit dem Auto hier vorne. Wo kommt noch einer? Da unten kommt gleich noch einer. So. Ja, ich habe überlegt, ob ich einen Hubschrauber hole. Nice! Ich habe den Sergeant, war da stark außen, wird von seinem anderen Kollegen überfahren im Laser. Ja, läuft. Ja, der wird so cool. Kaputt! Guck mal. Und da hat's Bogen gekommen, da. Was denn? Gibt's einen Kapazitäten? Richtig. Der Paragon. Und den ganz vor kurzem gepanzert. Glückswort. Ah Gott. Wir sind ja nicht bei Tokyo Drift. Ich wurde angerempelt. Ja, ganz mies die Vorfahrt genommen gerade der Arsch.
Carsten auch eben gehabt. Echt? Eins nach dem Auto. Das schon. What can the best mechanic in LS do for you? Ja, 15 wie eben. Better than when she came in, that's for sure. Also das Schlimmste, was ich bis jetzt hatte, da ich glaube, ich hatte auch schon mal so einen Scheißding und irgendwas aufladen. Und den Patriot. Und den Patriot, der war auch sehr schlimm. Hey, wo die sind, ey? Ich glaube, jetzt kommt der erste Heli, oder? Ja, da muss schon über uns sein. Ich glaube, das ist sinnvoller mit dem normalen Gewehr zu schießen auf den scheiß Insurgent. Mach zwei Stück. Krasse diese Mission. Was geht denn heute Abend noch? Ich weiß nicht. Ja, passt schon, ich habe einen Hubschrauber. Wenn wir schnell geholt, dann können wir von oben ein bisschen mehr. Okay, keine Ahnung, war das auch eine Antwort? Ich denke mal, doppelt oder drei. Keine Ahnung, Kevin. Okay. Ich bin für alles offen. Wow. Okay. Sagt man es nicht mal ihm, sagt das lieber mal nicht im Darkroom. Nee? Im Darkroom. Der Energy Man ist schon wieder da, der verfolgt uns doch. Ist so, John Zimmer, ja. Oh, die Lobby ist natürlich voll mittlerweile. Oh ja. Oh ja. Ja, dann kommen wir gleich zu dir. Das leckt ganz schön, war ich auch. Ich hab. Wenn ich jetzt schon so Luft drauf, dann habe ich richtig harte Rucklatte gehabt. Das hat vorhin im Stream kurz geleckt. What do you need, boss? Some wheels? I can bring them round. Ja, und auch irgendjemand gesagt, dass es geleckt hätte. It's on the way. Gegen einfach überfahren. Hier ist X-Rip drauf, ne? Das ist 846, der zweiten Seite. Name. Oh. Name. Oh. Ja, der hat das Spiel verlassen. Fest hier 9-9 war das. Holla, die Waldviehs, die jetzt voll wurden. Ja. Aber so viele wie. Aber so viele. Das geht in letzter Zeit echt schnell. Aber so viele wie sind, lohnt sich der Verkauf dann wenigstens. Ja, was hat man letztens schon mal, dass du irgendeine Richtung gefragt wurde? Ich glaube, es war mir. Nee, das sind Selbstmörderlaternen. Die springen selber eben vor der Straße. Vor die Karre. Und ja, schon. Nein! Ja, er fährt hier durch das. Entschuldigung. Oh.
eine Mitfluggelegenheit. Nö, nö. Also Lulu, deine ist leer, oder wie? Über 100.000 Bonus. Ja. Ja, 3.950, warum? Das ist noch viel zu viel, gar nicht. Frechheit. Die machen trotzdem alle gekriegt. Gar nichts hat wirklich. Wie komme ich an meine Wettverluste vom Rennen vom CVC ja nie wieder rein? Ja, aber schön, was wettest du noch nicht auf dich? Hab ich ja auch einen 100er. Das ist du selber schuld. Hab ich auch nicht gewonnen. Ja, zum Rudel jetzt wechseln oder? Mir ist dies egal. Ja, wir sind 17 jetzt mittlerweile. Ich wechsle. Auch zum unsichtbaren Lunemobil. Viel beitreten. Wir haben auch eine Kopflehne zum Hochmachen. Ich hab nur eine Fußlehne zum Hochmachen. Das ist aber ein Gesessel und keine Couch. Weil ich da mal die Füße hochmacht. So, was machen wir denn nächstes Mal die Lobby kaputt? Was ein Terror. Sorry, Schwächeanfall. Da ist mein Knubbi. Eingeschlafen oder weg? Sie oder die Füße? Sowohl jetzt auch. Ich hier Fußfetisch ist. Mit Speichel. Oh, was ist denn das jetzt so? Wir sind müde. Papa Dog lädt ein. Zu Remix. Warum? Weil ich so langweilig bin. Unglaublich. Hey, ja. Ich bin fußfetisch. Die wollen alle Bubu machen. Können wir Einladung bitte bekommen? Ich komme irgendwie nicht. Wir wissen uns von dem. Der Zahl verlassen. Auf der Liste oder was? Nein. Nein. Wir machen auch Bunker. Ja. Danke. Und hat schon jemand
Schnelltest bekommen auf Arbeit. Nächste Woche kommen die wohl. Leute, das ist nur bin ich allein für dich selber, oder wie? Ich hab heute gut, zwei Spaß ja ein bisschen, ne? Aber das ist ja nach wie vor noch nicht durch, oder? Dass man sich ein bis zweimal testen lassen soll. Muss. Soll. Muss nicht. Soll, gell? Ja, schon. Also nicht, noch nicht mal soll, kann. Ja, soll ja auch ein Test. Der nur 48. Nur für welche, die viel Kunden oder viel Kontakt zu unterschiedlichen Leuten haben, die sollen zwei mal testen. Ja, ich auch. Ich habe auch zwei bekommen. Wie ist das jetzt eigentlich dann? Dürfen das ja die Prostituierten ausmachen? Nein. Das wird auf Bums gehen, oder was? Die haben doch Kontakt zu Scheiße. Kunden. Knupp hat erstaunlich schnell Nein gesagt. Ey, irgendwie soll ich auch Leuten hören. Sagst du, Papa, was mit mir? Du hast erstaunlich schnell Nein gesagt, wie es um die Prostituierten gegangen ist. Kann er sich aus. Ich meine es gelesen. Im Stuhle. Oh. Ich werde mal den Stream beenden.